komm zu mir! Dad? Ist alles in Ordnung? Ja. Was? Nein, manchmal funktionieren die Dinge einfach nicht, ganz ohne Grund. Ich verstehe dich. Das tun wir alle. Willst du drüber sprechen? Ach, ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten, Prinzessin. Das ist keine Last, Dad. Dafür hat man eine Familie. Es ist nicht einfach, weißt du? Es gibt so viel zu tun. Meine Arbeit, du und Kim, ich habe irgendwie nie genug Zeit. Jetzt, wo Mom weg ist. Ich weiß. Und wünschst du denn manchmal, es würde anders sein? Oh, natürlich. Aber ich tue mein Bestes, Cleo. Ich werd's schon packen. Ja. Ich denke, das wirst du. Nein, nein, Em, bloß nicht. Durchs Putzen werden Sporen freigesetzt und mehr Sporen bedeuten mehr Pilze. Toll, was dann? Louis, sag, dass du eine Theorie hast. Du hast doch immer eine Theorie. Ich habe eine Theorie. Wieso verheißt du es nicht? Nein, nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Im Buch steht, man muss alle Kräfte gleichzeitig einsetzen. Louis, dein Buch hat uns schon genug Ärger eingebracht. Komm schon. Jetzt wächst es bloß schneller. Gut gemacht. Dad! Alles in Ordnung, Mäuschen? Ja, ich wollte dich nur mal was fragen, weißt du? Mhm. Wenn du dir schlicht alles auf der Welt wünschen dürftest. Was würdest du dir wünschen? Aber wenn ich dir sag, geht's nicht in Erfüllung. Tja, dann verrat es mir nicht und wünsch dir einfach was. Na schön. Ich wünsche mir... Hast du's getan? Ja, hab ich. Er wird sich erfüllen, Dad. Ich weiß es genau. Das wäre wirklich schön. Louis, was sollen wir denn jetzt tun? Es wird schlimmer. Er stinkt furchtbar. Das ist der Pilz. Oh oh. Was ist? Ich glaube, du hast Kundschaft. Wieso ist das Juice-Net-Café denn geschlossen? Inventur kann den ganzen Tag dauern. Oh, das ist blöd. Ich hatte mich echt gefreut auf einen Preiselbeermix. Die können mir sicher einen zum Mitnehmen machen. Nein, ich meine, ja, können sie, aber ich hole ihn für dich. Du kannst dich ja schon mal hinsetzen. Gibt es eventuell einen Preiselbeermix? Louis, Säfte zu servieren kommt heute wohl nicht in Frage, denkst du nicht? Leute, man kriegt hier langsam schlecht Luft. Man sollte sich dem möglichst nicht länger aussetzen. Das heißt? Wir müssen hier raus, Leute. Mein Buch! Louis, vergiss doch dieses dämliche Buch! Ich bekomme doch nie wieder diesen Pilzgeruch aus meinen Haaren. Hey, was ist mit dem Preiselbeermix? Wartezeit ist 30 Minuten. Dieser Pilz wird ja alles da drin verschlingen. Was sollen wir denn sonst machen? Ich weiß nicht, aber wir müssen uns was einfallen lassen. Wilfred, er dreht heute seinen Werbespot. Hat dich vergessen. Emma, ich hoffe, du bist bereit. Nicht so wirklich. Können wir den Dreh verschieben? Nur, wenn du die beiden dann erneut bezahlen willst. Na los, Emma. Du bist das Gesicht des Juice-Net-Cafés. Es geht los, Leute. Warte. Ich habe eine tolle Idee. Wieso fangen wir nicht an, hier draußen zu drehen? Die Sonne, das Wasser. Das ist das, was die Kunden ja so lieben. Ja, super. Hallo. Liebling.
komme vorbei. Bis gleich, Schatz. Das war Kim. Sie hat mich gebeten, sie abzuholen von Lucy. Ah, ich hab gedacht, es wäre jemand anders. Wer denn? Dann bis später, Prinzessin. Ja, bis nachher. Hallo, Mom. Luis, ich erwarte gerade einen ausgesprochen wichtigen Anruf. Das Café ist was? Diese Smoothies sind super. Kat! Es heißt sensationell. Diese Smoothies sind sensationell. Tut mir leid. Können wir den Take wiederholen? Kann mir jemand meinen Pressebär-Mix bringen? Heute noch? Ich hole ihn dir. Dreht ihr inzwischen weiter. Nein, ich hole ihn. Luis, mach du weiter. Was? Was soll das? Wir müssen einen zufriedenen Kunden zeigen. Na schön, auf geht's. Okay, was ist meine Motivation? Trink einfach den Saft und sieh zufrieden aus. Action! Cleo, hier, halten Sie den mal, ja? Cut! Hast du noch was von der Mischung? Nicht viel, ich brauchte so viel für meinen Dad. Okay, es muss reichen. Wir müssen versuchen, das Zeug von ihr wegzuwünschen und lass ja keinen rein. Das ist ja wohl klar, beeil dich. Rühr ja nichts an, Claire. Keine Angst, ich gehe da nicht mal näher ran. Oh, und versuch möglichst nicht zu atmen. Luis! Au! Es wäre nett gewesen, wenn du mich gewarnt hättest, Luis. Oh nein. Was ist? Die Mischung, sie ist weg. Was war das? Was war was? Das Geräusch, das kam doch von drinnen. Das müssen Luis und Cleo sein. Sie sind da doch gerade reingegangen. Wilfred, warte. Wir können den Take jetzt drehen. Wilfred! Sie muss hier irgendwo sein. Mach auf, Luis. Ich weiß, dass du da drin bist. Emma, deine Schlüssel. Meine Schlüssel, klar. Wo habe ich sie nochmal hingetan? Da ist sie. Das ist sie, scheint doch okay zu sein. Mach auf, Luis. Luis, schnell. Jetzt lass uns hoffen, dass es für einen letzten Wunsch reicht. Wäre ziemlich schön, wenn wir uns jetzt was anderes wünschen könnten. Was denn? Irgendetwas Besseres, als einen dämlichen Pilz loszuwerden. Was würdest du dir denn wünschen? Das weißt du, Cleo. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich wünsche mir... Schlüssel. Ich weiß, irgendwo hier müssen sie sein. Was ist das in deiner Hose? Was meinst du? Oh, danke, Charlotte. Was ist hier los? Ich mach nur einen Saft. Dein Preiselbeermix. Oh, danke. Wurde auch Zeit. Gut. Tja, dann bauen wir uns mal hier auf. Kannst du noch ein paar Säfte machen, Emma? Klar, mach ich. Wo ist denn der Kram hin? Da muss sich jemand was gewünscht haben. Cleo, du hattest recht. Mein Wunsch ist wahr geworden. Wirklich? Oh, Dad, das ist toll. Ich freue mich unglaublich für dich. Und wo ist sie?
Wo ist wer? Mom, natürlich. Wovon redest du bitte? Wovon redest du bitte? Vom Fischfinder. Mein alter war kaputt. Als du sagtest, wünsch dir was, habe ich mir einen neuen gewünscht. Jetzt habe ich ihn. Er hat ihn bei einer Tombola gewonnen. Ja, unten am Hafen. Heute muss mein Glückstag sein. Ist das nicht toll? Du hast dir einen Fischfinder gewünscht? Dad, gibt es denn im Leben nichts Wichtigeres als Fisch? Zum Beispiel? Na, Mom, natürlich. Ich dachte nur, wenn du einen Wunsch hättest, würdest du dir wünschen, dass Mom zurückkommt. Okay, Kinder. Kommt her. Eure Mutter und ich waren zusammen nicht glücklich. Jetzt ist sie es. Sie hat sich ein neues Leben aufgebaut. Ihr könnt sie besuchen, und zwar wann immer ihr wollt. Ja, das wissen wir. Und um ehrlich zu sein, ich hätte sie liebend gern zurück. Aber sie wäre nicht glücklich mit mir. Mag sein. Aber was ist mit deinem Glück, Dad? Er ist zufrieden. Oder, Dad? Und ob. Ich hab doch euch, oder? Ja. Ja.